Steven Spielberg ist ja unbestritten ein Meister des Geschichtenerzählens. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da kann jetzt auch keiner wirklich dagegen argumentieren. Ich meine, schauen wir uns einfach mal an, wie genial Jurassic Park, der allererste Film aus dem Jahr 1993, wirklich geschrieben ist. Der Film setzt zum allen einen Fokus, nicht auf den Tyrannosaurus Rex, nein, sondern auf die Velociraptoren, denn die werden von Anfang an in das gesamte Build-up der Geschichte vom ersten Jurassic Park Film mit eingeflochten, werden weiter ausgearbeitet und sind dann ganz zum Schluss sogar die großen Widersacher im Film. Zu Beginn von Jurassic Park 1 sehen wir, wie Robert Muldoon zusammen mit ein paar Mitarbeitern einen Velociraptor, der sich später als das Riesenbiest herausstellt, versucht in ein Fütterungsgehege hereinzutransportieren. Dabei passiert aber ein Unfall und der Mitarbeiter Geoffrey wird von diesen Velociraptoren gefressen. Hier bekommen wir als Zuschauer bereits den allerersten Einblick, was das wirklich für Tiere sind. Das Ganze sollte uns als Zuschauer schon gruseln und uns eben die Frage stellen, okay, was für Monster verbergen sich denn wirklich hinter diesen Dinosauriern? Dann bekommen wir einen Cut und ein paar Minuten später erklärt uns dann Alan Grant auch, wie intelligent eigentlich Velociraptoren sind und wie sie wirklich jagen. Dass die Tiere nicht von vorne angreifen, sondern immer von den Seiten. Dass die Velociraptoren eine Art Ablenkungs Manöver benutzen, um ihre Beute niederzustrecken. Genau das sehen wir dann auch später, was mit Robert Muldoon passiert, als er dann eben auf die Velociraptoren Jagd macht. Er zielt auf einen der Velociraptoren, plötzlich taucht ein weiterer aus einem Gebüsch heraus auf und tötet Robert Muldoon. Dieses Build-up zum Film, dieser Auftakt, den kennen wir so, denn der ist so wirklich verfilmt worden und ursprünglich sollte das Ganze eigentlich ganz anders aussehen. Ursprünglich sollte nämlich niemand Geringeres als der Tyrannosaurus Rex, also Rexy, hier im Mittelpunkt des gesamten Filmbild-up stehen. Wie genau diese Szene geplant war und naja, wie die Konzeptzeichnungen dazu ausgesehen haben, erkläre und zeige ich dir hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Deleted Scenes an sich sind ja irgendwie Hit and Miss gleichzeitig. Also ich habe sowohl meine Freude an diesen Szenen, als auch öfter mal so ein bisschen, naja, ich traue denen irgendwie nach. Wir haben jetzt hier schon ein paar Deleted Scenes von verschiedenen Filmen besprochen und haben sogar schon mal von allen 6 Jurassic-Filmen die offiziell bis dato veröffentlichten gelöschten Szenen besprochen. Ich habe dir die Playlist zu allen gelöschten Szenen aus allen Jurassic-Filmen mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken und kannst das Ganze nachholen. Allerdings habe ich jetzt eine weitere Szene gefunden, als ich das Jurassic Park Kompendium durchgeblättert habe. In dieser Szene geht es um Robert Muldoon, den Anwalt Donald Gennaro und, naja, den Tyrannosaurus Rex selber. Wie diese Konstellation zusammenpasst, ist ein bisschen fraglich. Ich werde jetzt hier mal darauf eingehen, was sich Steven Spielberg dabei gedacht hat, warum diese Szene dann verworfen wurde und dann besprechen wir das Ganze auch nochmal. Das heißt ja, wer von euch das Jurassic Park Kompendium besitzt, der wird dieses kleine Büchlein hier kennen. Da sind ein paar davon hinterlegt in diesem Kompendium. Also da habt ihr so ein paar Drehbuchdesigns und Drehbucharts, wie sie eben gezeichnet wurden, wie sie eben geplant waren. Einige davon wurden auch eben so nicht umgesetzt, andere wurden wiederum so umgesetzt. Und ich kann jedem von euch das Jurassic Park Kompendium nur wärmstens empfehlen. Ich habe das Ganze mal unten in der Beschreibung reingesetzt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Wenn du das Buch, wenn du Interesse an diesem Buch haben solltest, dann über diesen Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision dann davon. Du zahlst aber eben keinen Cent mehr. Deswegen auf jeden Fall danke für den Support und es lohnt sich halt wirklich zu 100%. Dieses Buch ist inzwischen meine Fibel geworden, mein Nachschlagewerk bei so vielen Dingen. Und ja, jetzt haben wir hier das erste richtige Thema einfach mal aus dem Kompendium herausgenommen. Dazu müssen wir aber auch sagen, das Jurassic Park Kompendium geht auf diese Szene mit Robert Muldoon und dem Tyrannosaurus Rex nicht wirklich explizit ein. Also man könnte wirklich meinen, dass dieses Heftchen jetzt hier quasi eine Szene aus dem Buch nach erzählt, die so ursprünglich hätte im Film passieren sollen. Ist ja eigentlich auch gang und gäbe, ja. Wenn ein Buch verfilmt wird, dann werden eben Szenen zum Teil 1:1 übernommen. Diese Szene taucht allerdings so, meine ich zumindest, nicht im Buch auf. Allerdings sogar, wenn es der Fall wäre, ist das für das Video hier komplett egal, denn diese Szene sollte ursprünglich etwas ganz anderes bewirken. Als Spielberg angefangen hat, Jurassic Park zu planen, hatte er ganze 4 Openings im Hinterkopf. Bekannt davon sind allerdings nur 3. Was das vierte sein könnte, das wissen wir irgendwie nicht. Eins davon, das kennen wir natürlich auch, das ist das Opening mit dem Velociraptor, den wir am Anfang von Jurassic Park sehen. Ein zweites Opening sollte ursprünglich mit Biosyn beginnen und das Ganze hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie das Spiel Jurassic Park The Chaos Continues anfängt. Da sehen wir auch Lewis Dodgson, wie er vor einem Fenster steht im Biosyn-Hauptquartier und dann eben plant, wie er jetzt weiter vorgehen sollte. In dem ursprünglichen Opening sollten wir sehen, wie Lewis Dodgson zusammen mit dem damaligen CEO, weil Dodgson war zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1 noch kein CEO von
BioSyn. Er war nur ein Mitarbeiter und da sollte er quasi mit dem CEO von BioSyn darüber reden, wie er jetzt Dennis Nedry dazu bekommt, die Embryos zu stehlen. Der Grund, warum die Szene nicht im Film gelandet ist, ist relativ einfach und auch nachvollziehbar. Spielberg meinte, dass diese Szene einfach zu viel Exposition für etwas leisten würde, was wir später im Film sowieso sehen. Und ja, Show, Don't Tell ist so eine ganz wichtige Sache, die viele Filme heutzutage vergessen, gerade was Marvel angeht, aber deswegen wurde diese Szene eben rausgeschnitten. Nein, noch dazu wäre dieses Opening auch nicht interessant genug gewesen, laut Spielberg selber. Er wollte die Zuschauer direkt mit einem Dinosaurier-Opening in den Film reinwerfen, was wir am Ende ja auch bekommen haben, eben im Zusammenhang mit dem Velociraptor. Im weiteren Opening, das wir leider auch nicht bekommen haben, was wir jetzt aber hier gezeichnet bekommen haben, sehen wir allerdings eine ganz andere Szene. Und ja, wie gesagt, diese Szene könnte auch aus dem Buch stammen, allerdings könnt ihr euch Steven Spielbergs 3 von 4 Opening-Ideen auch einfach im Internet anschauen, da werdet ihr herausfinden, dass diese Szene wirklich als Opening gedacht gewesen ist. Und zwar sollte das Ganze nicht mit dem Velociraptor anfangen, sondern mit niemand geringerem als Donald Gennaro, der quasi einen Mann mitten in einer Landschaft besucht, der ein Tier jagt. So viel sollten wir erstmal mitbekommen. Das Ganze würde sich dann eben später herausstellen, dass hier Donald Gennaro auf Robert Muldoon trifft. Dieser jagt allerdings nicht einfach nur irgendein Tier, nein, dieser jagt in dieser Opening-Scene einen Tyrannosaurus Rex, um diesen eben zu betäuben und dann, naja, eben zu versorgen, zu verarzten oder eben in ein anderes Gehege zu bringen. Das Ganze wurde hier nicht ganz genau erklärt, warum der T-Rex hier wirklich betäubt werden musste. Es wird wahrscheinlich aber irgend so einen Hintergrund gehabt haben. Ebenfalls sollte in dieser Szene nochmal ein bisschen Exposition bezüglich auf Robert Muldoon geleistet werden. Da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist wieder so ein Moment, den ich im Film sehr gerne gesehen hätte. Robert Muldoon hätte nämlich hier auf seine Vergangenheit mit John Hammond eingehen müssen oder sollen. Und das Ganze kennen wir eigentlich nur, wenn wir uns ein bisschen näher mit der Materie beschäftigen. Wenn wir aber nur die Filme schauen, dann wissen wir diese ganze Hintergrundgeschichte mit Robert Muldoon eigentlich gar nicht. Muldoon und Hammond haben schon zusammengearbeitet, lange bevor John Hammond überhaupt an den Jurassic Park gedacht hat. Damals hat Hammond das sogenannte Animal Kingdom geführt, quasi ein Wildpark mit allen möglichen Tieren, und da war Robert Muldoon auch sowas wie ein Wildhüter gewesen. Das heißt, die beiden kannten sich eben schon seit diesem Animal Kingdom. Die Anfangsszene von Jurassic Park sollte also uns als Zuschauer in die Irre führen und wir sollten denken, dass wir uns gerade in jenem Animal Kingdom befinden, dass Robert Muldoon quasi Jagd auf ein normales Tier macht, auf einen Elefanten, auf ein Nashorn, was auch immer. Je länger die Szene geht, umso mehr bemerken wir aber, dass wir uns gerade scheinbar in einem anderen Park befinden, nämlich im sogenannten Jurassic Park. Und Robert Muldoon jagt eben kein normales Tier, nein, er jagt einen Dinosaurier, nämlich den Tyrannosaurus Rex. Der T-Rex würde sich erstmal von den beiden wegbewegen und Robert Muldoon und Donald Gennaro würden sich langsam an das Tier anpirschen. Warum wäre Gennaro hier mit dabei? Ich schätze einfach mal, weil er den Park hier schon etwas früher besichtigen wollte. Was auch im Endeffekt Sinn ergibt, er ist ja der Anwalt von Injun, der Anwalt von John Hammond. Das heißt, dass er vielleicht mehr im Bilde ist als im Film. Macht auch irgendwie mehr Sinn als letztendlich im Film. Und das Ganze wäre dann wahrscheinlich so aufgebaut worden, dass Gennaro bereits im Park gewesen wäre, wenn eben die Gruppe unserer Protagonisten rund um Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm im Park ankommen. Muldoon hätte also den T-Rex mit einem Gewehr beschossen und hätte eben, naja, den Hals des Tieres getroffen und hätte daraufhin festgestellt, dass der Tyrannosaurus Rex durch diese erhöhte Dosis von Betäubungsmitteln nicht einschläft. Was natürlich eine Jagd zur Folge hätte, ja. Donald Gennaro wäre daraufhin relativ feige bereits mit dem Fahrzeug rückwärts weggefahren. Robert Muldoon wäre hinterhergerannt, wäre gerade noch so ins Auto reingekommen und die beiden hätten vor dem T-Rex flüchten müssen. Daraufhin wäre man darauf eingegangen, dass der T-Rex eben, naja, nicht so leicht zu betäuben ist. Das Ganze wäre mit Sicherheit noch ein Build-up für später gewesen. Wie gesagt, diese Szene wurde ja relativ früh schon verworfen. Aber das sollte ursprünglich der Anfang sein, wie der ganze, naja, Film hätte beginnen sollen. Das Interessante hierbei ist, dass diese Idee in späteren Filmen weiterhin benutzt wurde. Wir sehen zum Beispiel in The Lost World Jurassic Park 2 die Szene mit Roland, wie er den T-Rex eben ähnlich, wie es hätte in Jurassic Park 1 sein sollen, nur eben mit Robert Muldoon, einem Pfeil in den Hals schießt, dieser aber auch nicht sofort einschläft, sondern erstmal auf Roland zuläuft. Diese Szene ist eine Anleihe, ein Zwinkern an diese herausgeschnittene Szene aus dem allerersten Jurassic Park Film. Natürlich hat sich Jurassic World das auch nicht nehmen lassen und ich sag's immer wieder, eine Sache, die ich an Jurassic World 1, 2 und 3 wirklich mag, ist, dass Jurassic World auf sehr viele
Hintergrundinformationen eingeht, die wir so im Film oder im Buch hätten bekommen sollen. Als Beispiel nimmt Jurassic World immer wieder mal bestimmte Skriptsachen auf oder auch Sachen aus den Büchern auf, wie zum Beispiel Hybriden oder auch Menschenklone. Das sind Sachen, die im Buch mehr oder weniger so angerissen wurden, deswegen auch Sinn machen in der Erzählung. Und auch hier geht man in Jurassic World 2 Fallen Kingdom mit dem Indoraptor erneut auf diese Szenerie ein. Das sehen wir dann zum Beispiel auch bei Owen. Also quasi auf den Moment, in dem jemand einen Betäubungspfeil auf einen Dinosaurier schießt und der Pfeil eben einfach nicht wirkt. Interessanterweise hätte diese Szene ursprünglich der Indoraptor bekommen sollen. In The Lost World Jurassic Park 2. Jurassic World 2. Nein, falsch. In Jurassic World 2 Fallen Kingdom hätten wir eigentlich eine Szene sehen sollen, in welcher ein Elektriker eine Glühbirne im Dinosauriergehege vom Indoraptor auswechselt, dabei eben von dem Tier angegriffen wird. Eine Wache von Mr. Mills hätte daraufhin den Indoraptor versucht mit einem Betäubungspfeil abzuschießen, der wäre aber nicht eingeschlafen. Und kurz darauf hätte man dann eben erklärt, okay, dass der Indoraptor aufgrund seiner starken Haut dann nicht so leicht zu verwunden ist. Ich habe dir die Szene mal ein bisschen genauer erklärt, da habe ich dir auch mal ein Video gerade hier oben verlinkt. Da gehe ich auch auf diese Deleted Scene ein aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom, denn da wurde die Szene dummerweise eben auch einfach rausgeschnitten. Wenn wir uns jetzt hier mal das Skript ganz am Anfang anschauen, dann kann man hier zum Beispiel auch die Zahl Nummer 4 sehen. Das heißt, das Ganze fängt mit der vierten Seite an. Die ersten drei Seiten von diesem Skript sind tatsächlich einfach nur bestimmte Beschreibungen oder eben auch Kameraeinstellungen. Also eben nichts, was den Film wirklich gravierend verändert hätte. Wenn wir jetzt mal weiterschauen durch dieses gesamte Skript, ist hier sehr interessant zu sehen, dass wir hier oben die Zahl 4 haben. Nee, auf der anderen Seite haben wir dann hier die Zahl 5 und dann springen wir aber direkt weiter zur Zahl Nummer 7 und landen dann ganz zum Schluss bei Seite Nummer 16. Das hier sind allerdings keine 16 Seiten, das heißt, dieses Skript hätte wohl noch ein bisschen mehr Futter gehabt, als es uns jetzt hier wirklich rübergegeben wurde. Ich muss aber sagen, ich hätte diese Szene irgendwie ganz gerne gesehen, obwohl ich der Meinung bin, nein, die Raptoren-Szene, die wir im fertigen Film bekommen haben, macht so wesentlich mehr Sinn und ist auch so wesentlich effektiver. Hätte der T-Rex so einen coolen Auftritt gehabt, wenn wir ihn schon vorher gesehen hätten? Ich glaube nämlich tatsächlich nein. Jetzt bist aber wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Bist du der Meinung, diese Szene hätte perfekt in den Film gepasst oder sagst du auch, na, da kann ich Steven Spielbergs Entscheidung nachvollziehen, warum die Szene nicht im Film gelandet ist? Übrigens, der Grund dafür, warum diese Szene nicht im Film gelandet ist, ist ganz einfach eine Drehbuchentscheidung gewesen, dass man den T-Rex nicht schon zu Beginn des Films einfach aus der Kiste herausholen wollte. Der T-Rex sollte ganz gezielt der Mittelpunkt des Films sein. Das hat einen storytechnischen Aufbau, einen Hintergrund, dass man quasi in der Mitte des Films nochmal einen Spannungsbogen nach oben bekommt. Und den eben mit dem T-Rex-Ausbruch zu bekommen, fand ich, war einfach die optimale Lösung gewesen. Schreib du mir jetzt wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Dann würde ich sagen, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.